geborene Kind von dem blutigen Baron gekümmert und jetzt sollen wir warten, bis statt dem Fehlgeborenen ein Tölpelbold geboren wird. Wir warten. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Okay. Dann folgen wir der mal. Dieser verfluchte Drecksregen. Um die Antropen kümmere ich mich später dann mal. Oder vielleicht auch nicht. Oh, gerade keine Energie für Zauberei. Und das ist auch noch der falsche Zauber ausgewählt. Das war knapp. Habe auch das Gefühl, dass ich diesmal ein bisschen zu früh in Wählen bin. Also ich sollte eigentlich mal wieder zurück nach Weißgarten. Und mich erstmal. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Da waren ja noch ein paar Dinge, die ich prüfen konnte. Hexersinne. Was haben wir denn da? Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Hufspuren. Ein Hufeisen? Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. Kleidung. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen. Flieg, Dea, flieg. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade keine Lust, mich nochmal mit Ertrunkenen anzulegen. Und der kann bitte wieder gehen, ja? Oh, hi, eine Moderhaut. Klasse. Man hat nicht die den Kopf explodieren lassen. Aua. Nicht hauen.
Okay, der wird gleich explodieren. Und nimmt seinen Kumpel mit. Und ich kann eine Stufe aufsteigen, was schon mal sehr nett ist. Aua. Da haben sich ein paar Nekrophagen einen schönen Tag. Das sollte ich mir mal an. Weg hier! Kann er mich verarschen? Hört doch irgendwann mal auf. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Ja, aber erst level ich mal. Und meditieren, Stündchen. Was haben wir denn da? Knochen? Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Sattel? Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Hm. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Boah, ist das Wetter geil. Also die Wettereffekte so im Allgemeinen überhaupt. Jetzt kommen ja noch Wölfe. Dea, was führst du mich hier eigentlich für eine Route entlang? Hier ist ja keiner sicher. Die Wölfe sind schneller als ich. Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremde? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Mhm. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Kindermund tut Wahrheit kund. Was ist mit der Frau passiert, die hier war? Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Das läuft nicht. Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Wo ist die Frau des Barons? Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss.
Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Erzähl mir von diesem Brandzeichen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Was geschah dann? Na gut, und was geschah dann? Es wurde immer dunkler. Als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Bestimmt. Dafür gebe ich mein Bestes. So, wir hätten jetzt theoretisch 2 Optionen. Wir könnten... Oh, Sekunde, wir müssen den Tölpelbold noch freigeben. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. So, wir hätten jetzt 2 Möglichkeiten. Wir könnten jetzt entweder mit dem Baron direkt reden. Oder nach Ochsenfurt gehen und dort mit Tamara quasseln. Wir machen aber weder das eine noch das andere. Hoppala. Falsche Taste, ich will zur Weltkarte. Wo ist denn das nächste Schnellreiseschild? Da bei Kretfels. Platziere einen Wegpunkt. Ich will da jetzt nicht schnell hinreisen. Plötti! Du kommst an den unmöglichsten Orten raus, weißt du das eigentlich? Hey! Das ist schön hier. Zieh die Waffe! Zieh sie doch selber, du Idiot. Nicht so schnell, Plätze. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sind mir Schnuppen. So. Y-Weltkarte. Wir gehen nochmal nach Weißgarten.
Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, ja. So, damit wären wir wieder in Weißgarten. Bin es irgendwie gewohnt, immer die andere Taste zu drücken. Wenn ich mal gerade gucken. Wo war denn der Friedhof? Da. Ich wollte mich noch um das Gespenst kümmern. Ups. Entschuldigung. Wollte eigentlich rennen und kein Feuer machen. Suchen. Ein Ort der Macht. Hallo, meine Hübsche. Fertigkeitspunkt, sehr schön. Igni-Zeichenintensität erhöht. Freut mich. Mit der Erscheinung definitiv noch nicht fertig. Die kommt wieder. Pump. Da bist du ja wieder. Autsch. Hallo? Ich habe jetzt nur noch einen schwarzen Bildschirm. Nichts weiter passiert. Ich hasse es. Ich bin gerade nicht mal beenden. Taskmanager. Witcher 3, keine Rückmeldung. Task beenden. Wie gesagt, geht mir die Lust so ein bisschen flöten, wenn die Spieler andauernd abstürzen. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer
Melissa erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ah, natürlich spawnen wir hier. Ihr wollt mich doch verarschen. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Kann ich hier nicht alle Fackeln anzünden? Warte mal. Die Fackel will nicht. Das muss ich doch hier drin noch mal ein bisschen hübscher machen können, auch wenn es eine Gruft ist. Ist doch gleich viel freundlicher. So, jetzt versuche ich es bei der hier nochmal. Vielleicht auf den hier so draufsteigen und da irgendwie. Yep. Das geht. So. Nein.
Gesundheit. Seewandpilze. Gut, dann machen wir die Gruft jetzt mal dazu hier. Und machen uns die Toten schön hell. Wir stoßen den Wimpel nicht einfach gegen die Wand. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ich kann schon wieder Fertigkeitenpunkt daraus ziehen, ist ja. Was haben wir hier oben? Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Ferris oder Ferrires, der kinderlos in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd an einem Schlaganfall verstarb. Möge Militele ihm seine Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. Also ich weiß natürlich sofort, wo ich auf die Schnelle einen Schmied finde, nämlich wenn ich nach Ochsenfurt gehe. Aber nur mal so, gibt es hier in Weißgarten auch irgendwo einen? Ja, was ist denn das? Nur ein Schleifstein, ne? So, da ist Tamara, aber ich kann dort auf die Schnelle nicht hinreisen, weil war ich noch nicht. Also erstmal zum Galgenhügel. Wählen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der im kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. So, ich gehe mal ganz kurz in meine Quests und aktiviere mal die andere. Hierher, Plätti. Ah, was fährt. Schneller. Gut. Navigationssystem sagt, ich soll querfeld einreiten. Ich glaube, nur Plätti hat was dagegen. Oh, Ghule. Gleich noch ein ganz anderes Problem. Nämlich noch die Pferdepanik. So. So ist gut. Na dann, Plätti. Mal ganz kurz was gucken, nämlich wenn ich im Inventar bin. Ich habe so viele Schwerter eingesammelt. Noch sind die Schwerter nämlich besser als das, was ich mit mir herumtrage. Sind zwar alles Stahlwaffen. Und bei mir ist das Silberschwert kaputt. Aber Schaden kann es auch nicht.